meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu The Kraken Academy. Oder? Kraken Academy? Ja, doch, das war so richtig. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie spiele ich dieses Spiel gerade nochmal? Also wir können komplett zurück. Das könnten wir. Wir haben... Was sind denn unsere Quests? Fundsachen. Kostüm aus dem Büro des Direktors stehlen. So. Ah ja, okay. Nebenquests. Das perfekte Picknick. Besorge einen Grill und hilf Frau Markova. Frau Markova hat Schlafprobleme. Vielleicht kann ich etwas finden, das sie hilft. Ja. Ich muss mich hier gerade erst noch mal ein bisschen orientieren. Ich glaube, wir wollten hier mal rein, gell? Ich glaube schon. Da ist ein Eichhörnchen auf jeden Fall. Hi. Liegt da jemand im Schlafsack? Den lasse ich besser. Oh shit, ich hab den Cafeteria-Lord. Der mag Tee und mag nicht Speisepläne entwerfen. Oh shit, das, Digi, das glaube ich dir. Ich lebe, um seiner Hoheit, dem Direktor zu dienen. Okay. Den lasse ich besser in Ruhe, bitte. Ah. Wird hier einen mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Wie kann ich nochmal hauen? Hi. Schade. Wollte ich jetzt eigentlich mitnehmen. Okay, dann machen wir alles kaputt. Bam. Was ist das denn? Da ist ein Radio auf jeden Fall. Du schaltest das Radio ein. Ich befürchte, der Boy wird jetzt wach. Es läuft nur Werbung. What? Werbung? Alter. Am Arsch. So, der Speiseplan. Montag Haferschleim, Dienstag Haferschleim, Mittwoch keine Essensausgabe. Alter, und dann meckert der Typ. Was ist das für ein Hallepampel? Okay, wir gehen einfach mal hier oben rein. What? Warum bist du wach? Warum bist du wach? Wieso ist der denn wach? Ich leg dich einfach mal ab. So, was sag ich denn? Was machen Sie denn mitten in der Nacht hier? Ich bin der ehrbare Herrscher über diese Cafeteria. Die Cafeteria ist mein ganzer Stolz. Ich beschütze diesen gekachelten Festsaal im Namen der Schule und seiner Hoheit, dem Direktor. Hey. Schlaf sehr fair hier. Aber natürlich. Ich verlasse meine Burg niemals. Und jetzt. Hau ab! Gibt es irgendeine Chance, dass sie mich durch diese Türen gehen lassen? Natürlich nicht. Nun, ich könnte allerdings vergessen, dass du dich hier reingeschlichen hast, wenn du mir einen Gefallen tust. Fuck. Klar, ich hatte schon lange keine richtig gute Tasse Tee mehr. Wenn du sie genauso hinbekommst, wie ich sie mag, wäre ich dir bereit zu helfen. Du solltest alles, was du für die Zutaten brauchst, hier finden. Ja, und wie magst du den Tee? Hauptquest! Lass mal kurz gucken. Hauptquest, adliger Tee, serviere den Kaffee eine perfekte Tasse Tee. Lässt mich nicht ins Büro des Direktors bis hin. Oh. Ach, das ist es! Alter, was ist das für eine abgefuckte Scheiße hier? Was soll ich hinzufügen? Teebeutel dazugeben? Und Zucker. Nichts, fertig. Als ob das war's. Du reichst ihm die Teetasse mit einem Zuckerwürfel und einem Teebeutel. Er schnuppert am Tee und probiert einen Schluck. Wirk! Überdramatisch spuckt er den Tee aus. Widerlich, absolut ekelhaft. Das ist der vermutlich das Schlimmste, was ich je gekostet habe. Meine Großmutter könnte besseren Tee kochen, wenn man ihr 1973 nicht die Benutzung von Teekesseln untersagt hätte. Schütte das weg und fang von vorne an. Gibt es hier irgendwas, das mir weiterhilft? Keine Ahnung, Digi. Was haben wir denn? Wir gehen mal auf die Toilette. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Nettes. Aber erstmal machen wir hier. So. Oh, das ist ein Beamer. Den ich nicht kaputt machen wollte.
Schlaftabletten! So, was haben wir hier? Das funktioniert nicht. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, Alter. Egal, wir gehen hier einfach mal raus. Wir gucken, ob es das war. Schlaftabletten einfach in den Tee, oder was? So. Teebeutel. So, Zucker. Wir machen noch mehr Zucker rein. Noch mehr Zucker. Noch mehr Zucker. Noch mehr Zucker. Noch mehr Zucker. Und Schlaftabletten. So. Komm, eine noch dazu. Und Zucker. So. Bitteschön, Kleiner. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Reißt sie mit 7 Zuckerwürfeln, 2 Teebeutel und Schlaftabletten. Er schnuppert den Tee, probiert einen Schluck. Oh, der ist ganz. Pisser. Hauptquest beendet. Adliger Tee. Ficken Sie sich. Oh. What the fuck? Was war das denn? Das war. Was ist das denn? Wow, ich bin ja inzwischen an so einigen an Dreck gewöhnt, aber das hier spielt in einer anderen Liga. Okay. Was? Ein abgenutzter Kratzbaum versperrt dir den Weg. Hat jemand seine Katze hier gebracht? Ich will die Katzen. Ich sollte diese Kiste mit den konfessierten Sachen lieber schnell finden und dann abhauen. Alter, wie riesig! Alter, was ist das für ein Direktor? Aber der Timer ist auch weg. Krass. Die meisten Bücher sind über Tiere. Der Timer. Warum ist der Timer eigentlich weg? Hä? Jedes stilvolle Büro braucht einen Club. Das stimmt allerdings. So, da ist er doch. Schlüpft in der Kiste herum, gefunden. Ein Pinguin-Kostüm. Nice. Und ich krieg einen Erfolg. Pinguin! Hol dir das Pinguin-Kostüm. So. Jetzt bin ich bereit. Was ist das denn? Wo willst du hin? Ist das der Direktor oder wer ist das? Tatsache! Du brichst in mein Büro ein und bestiehlst mich. Ich wollte aber nur... Deinem Direktor gegenüber solltest du deutlich mehr Respekt zeigen, neuer Schüler. Bist du nicht mit Nadja aus der Theater AG verwandt? Das Mädchen weiß sich zu benehmen, im Gegensatz zu dir. Warum ist sie nur so beliebt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Also, ich bin nur hier, weil der Kraken gesagt hat. Der Kraken. Du solltest nicht auf diese erbärmliche Kreatur in dem dreckigen Teich hören. Sie hat einen schlechten Einfluss auf euch. Ich muss sehen, wie ich sie loswerde. Wieso bist du immer noch in meinem Büro eigentlich? Raus! Okay. Der Direktor, der mag Laserpointer, mag nicht den Kraken. So. Freunde 2. Alter. So, wen haben wir denn da? Den Höhlenheini. Dieser Bastard schuldet mir Geld. Ein Zungenpiercing. Kann ich mit dem reden? Du musst aufhören, dich mit diesem Meerestier zu unterhalten. Das erzählt mehr Lügen, als es Tentakel hat. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Nö, ne? Tschüss. Na, da war hier noch Pfandzeug. Ich brauche Pfand. Komm. Pfand. Ich frage mich halt, wenn ich die Zeit zurückdrehe, dann müsste ja eigentlich meine Kohle auch weg sein, oder nicht? Oder bleibt das? Okay, auf jeden Fall ist der Direktor eine Katze. So, hoffen wir, dass das Kostüm die Mühe wert war. Was hat Brokkoli Girl nochmal gesagt, wenn die Party steigt? Mittwochabend. Bei den verlassenen Wohnraum hat sie gesagt, glaube ich. Mittwochabend, Alter. Quest gone, Partytime, Quest beendet, Fundsachen. So, ich kann nochmal hier lang. Was ist das? Lehrerzimmer. Ich kann rein. Moin! Frau Pretorver, diese Gören haben keinen Respekt vor Lehrern. Ja gut. Vor dir, Mutti, hätte ich aber auch keinen Bock. Ach ja, stimmt. Schränke. Kann ich das kaputt? Was macht das Ding denn im Lehrerzimmer? Ein Pümpel! K
kann ich der die Fresse damit zupömpeln. Schade eigentlich. Nein, doch. Gegenstände, Hauptgegenstände. Ah, alles klar, ich verstehe. Okay, alles klar. Kann ich so mit dir reden? Schade. Ich laufe jetzt einfach damit rum. Ich find's nett. Ich find's nett. So, bist du noch am Ratzen? Tatsächlich. Hey. Netter. Nettes Outfit, Digi. So. Jetzt müsste ich aber mal speichern. Was ist denn noch mit der Automat? Kann ich mit dir reden? Willkommen in Sticks Hütte. Komm und lass dein Essensgeld hier. Fick dich, Junge. Ach so. Ja. Ich verstehe. Ja, ja, ja. Ich muss. Hier kriege ich die. Hier kriege ich die anderen Karten. So. Aber das war's, ne? Tür knarzt. Moin. Okay, die Karte, wo war die nochmal? War die auch hier links tatsächlich? So, da ist der Teich. So, Musik AG, Theater AG. Was sind denn eigentlich unsere Quests nochmal? Quests. So, wir haben abgeschlossen, interessiert uns nicht. Das triggert mich auch irgendwie, wenn das so voll ist. Die Welt retten, brauchen wir nicht. Geh Mittwochabend zur Party. Perfektes Picknick, besorg einen Grill. Möchte am Montag ein Grillpicknick auf dem Hauptplatz veranstalten, konnte aber keinen Grill finden. Schlaflos durch die Nacht. Frau Markov hat Schlafprobleme, vielleicht kann ich etwas finden. Ah, ja, die Schlaftabletten hätte ich ihr vielleicht auch geben können. Was denn, ob ich das Kostüm behalte dann, ne? Hi. Das werden wir gleich mal rausfinden. Hier komme ich da. Was ist denn das? Das war so richtig so übel, wie es aussieht. Okay. Da komme ich nicht rein. Nett. Hallo, das ist das Sicherheitssystem der Krakenakademie. Zugang verweigert. Bitte weise. Ja gut, kurz AG. Habe ich nett. Da müssen wir nochmal zurück. Na, einfach nochmal, was hier so abgeht. Das ist auch die. Was bist du für eine? Warte mal, genug Mitglieder der Theater. Ja, ist okay. Meine Fresse, Junge. Das ist ein Boy. So. Perfekt, das geht. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen Tee gemacht. Das ist gut. Mit dir haben wir schon eben gequatscht. Mal kurz gucken. Wir sind jetzt gerade. Das Areal ist halt nicht riesig, riesig, was ich gut finde. Dann kann man sich nicht so verlaufen. Aber wo finde ich einen fucking Grill, Alter? Hier sind die Schlafplätze. Gelle? Ja. Aber wo ist dieser Kackauto? Huch. Moin. Ha? Vorsicht! Nicht auf die Snacks treten, die hebe ich mir für später auf. Wo sind die Snacks? Bitte drauf treten. Oh Mann. 1 Uhr nachts, Alter. Und die sind noch nicht beim Pennen. Zimmer dekorieren. Was kann ich denn eigentlich dekorieren? Schreibtisch. Hab ich nett. Hab ich nett. Ich kann mir nichts kaufen, weil ich. Verschlossen. Warum verschlossen? Ah, moin. Du bist doch der Hübsche, ne? Der Wladimir. Es kann richtig anstrengend sein, zu beliebt zu sein. Doch ich verdanke meinen Erfolg meinen Fans. Möchtest du jetzt an meinem Fan... Ja, komm. Wow. Aber es gibt etwas, das ich gerade noch dringender brauche als Follower. Mein Fanclub wächst und ich komme nicht mehr hinterher. Er nimmt eine dramatische Pose an. Werd mein Manager, Badnatured. Oh, shit. Ich könnte dir ein bisschen helfen. Gut, dann machen wir das. Deine erste Aufgabe ist es, mir mit meiner Fanpost zu helfen. Ich bin 2 Monate im Rückstand. Wir brauchen Briefmarken, also komm wieder, wenn du welche hast. Ich denke, jemand aus der Sport AG könnte welche haben. Alles klar. Steht das da auch zufällig?
Weil das muss ich mir nämlich dann merken. Ich muss Briefmarken finden, dann bitte. Scheiße. Theater AG, schlaft durch die Nacht. Ja, kacke. Sagt ihr mir das nochmal? Moin. Ha. Scheiße. Okay, also das kriegen wir hin. Mit der Dings. Mit dem Grill müssen wir mal gucken. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwo mal... Ich habe da nicht aufgepasst wahrscheinlich. Muss mir meine alte Aufnahme angucken. Oder wir finden es einfach so, meine Güte. So. Ich würde aber gerne jetzt diesen Pfandautomaten mal haben. Da, perfekt. Ja, abgeben. Ist kein Ding, Digi. Kann ich hier speichern? Ja, Speichersnack. Ja. 4% habe ich nur übrigens. Also das Spiel soll angeblich nicht so lange gehen. Lassen wir uns überraschen. Aber ich mache einen Schnitt, weil, jo, ist jetzt halt einfach so. Im nächsten Part gucken wir mal, vielleicht, telefonieren wir auch einfach nur, dass wir am nächsten Tag kommen. Dann gucken wir mal, was bei Tag 2 so passiert. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tudelü.